auch heute eine Legung für dich. Und zwar heute für den heutigen Vollmond. Und zwar, es geht wirklich darum, dass wir Vollmond im Waage haben. Und es ist auch eine rosa Mond oder Pink Mond. Wo habe ich das? Irgendwo habe ich das gelesen. Also was bringt dir diese Waage Mond mit? Also Vollmond, Anerkennung, Offenheit, Freiheit, Warmherzigkeit. Also Waage ist immer generell eine sehr schöne Sternzeichen, was alles in Gleichgewicht, in Waage bringt. Es geht auch wirklich darum, die Grenzen zu sprengen, in Freiheit und in Veränderung zu kommen. Waage ist auch ein Luftelement und es geht auch darum, dass man sich wirklich da auch wirklich hingibt, also die Hingabe. Ich öffne mein Herz und lade mich im Licht des Mondes. Ja, dass du dich neu löst, um dich neu binden zu können von allem Belastenden. Und nichts ist in Stein gemeißelt. Es geht auch darum, dass man etwas loslässt und damit man neu beginnen kann. Und auch wirklich diese Seelenlicht erstrahlen kann. Es geht auch darum, die Gedanken so zu richten. Also, und auch die Sprache, nicht nur die Gedanken, sondern auch die Sprache und die Gedanken für den Übergang, für die innere Wahrheit. Also das ist ein Übergang, was du im Inneren fühlst, dass du in deinen Gedanken das auch denkst und auch aussprichst. Für den weiblichen Anteil ist etwas Heiliges, Kraftvolles und Mystisches wird geschehen. Eine Einweihung in eine kosmische Urkraft. Also verbinde dich auch mit dem Vollmond. Ja? Und es kommt für den männlichen, hörst du den heiligen Ruf. Es ist der Ruf eines Ortes in dir, der dir den Glanz der nicht alltäglichen zeigt. Und dich entdecken lässt, ja, also auch der Mondtempel, ne? Auch bei den männlichen Aspekt, dass die auch einen besonderen Zugang dazu finden, weil was im Inneren ist, kann man auch wirklich im Außen dann auch transportieren, ja. So, das ist jetzt mal für den Vollmond. Und wir schauen jetzt hier mit den Gilded Tarot-Karten, was die so sagen bezüglich eurer Liebe. Bezüglich, das sollst du also auf jeden Fall wissen, das kommt jetzt in der Liebe auf dich zu mit deinem Seelenpartner. Jetzt lass uns ihn mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wir nehmen ihn unter die Lupe, ja? Wir nehmen deinen Seelenpartner unter die Lupe. So, es kommt 2, 4, 6, 7. Also 8 Münzen. Also das heißt, vielleicht auch ist dieser Mensch, wie soll ich das sagen, versteckt sich vielleicht auch in Arbeit, vergräbt sich auch in Arbeit. So nehme ich das jetzt auch wirklich wahr. Und ja, wir schauen jetzt mal, was die Karten generell noch sagen möchten. Ja, was möchten diese Karten generell sagen? Ja? Was möchten diese Karten noch generell sagen bezüglich deines Seelenpartners? Also, die sagen dir, kommt aber etwas ganz schnell in Bewegung, ja, also es wird sich etwas entfalten, vielleicht auch dermaßen mit der Schnelligkeit von diesem Vollmond, also ganz, ganz feurig, womit du vielleicht auch gar nicht gerechnet hast, ne? Womit du auch gar nicht gerechnet hast und es geht auch ein Stück weit darum, ja, dass du hier auch wunderbar manifestieren kannst. Was heißt das? Also du, natürlich kannst du auch bei meinem Vollmondritual dabei sein. Ich zelebriere auch einen Vollmond mit dir. Es geht auch darum, Vollmondritual mit deinem Seelenpartner. Und es geht darum, dass du die Fülle hier auch in dein Leben manifestierst oder die Fülle in dein Leben einlädst. Es hat auch was damit zu tun, dass vielleicht auch dein Seelenpartner so ein bisschen sich aus dem Staub gemacht hat
Und das hat, entweder hat dich das so ein bisschen, ja, also auf den Boden, ja, gebracht oder dich verletzt. Also mit den 10 Schwertern spüre ich hier sehr starken Schmerz. Oder dein Seelenpartner ist so richtig, richtig, richtig fertig dadurch. Ist ihm das bewusst, ja, und möchte hier was anderes in deine Richtung manifestieren. Er möchte die Fülle, er möchte aus dieser Energie raus. Und ja, er sieht dich als Königin der Kelche. Er sieht dich als eine leidenschaftliche, gefühlsvolle Frau, seine Herzensdame. Er sieht dich als wirklich, ja, vielleicht auch, dass du auch eine tiefe, tiefe Gefühle für ihn hast. Auch er sieht dich auch hier wie, ja, vielleicht auch, hast du auch ein Wasserelement, dass du so richtig tief fühlen kannst, ja? Und er sieht dich aber auch, dass du nicht nur ein Wasserelement hast, sondern auch hier ein Luftelement hast. Und das ist jetzt, kommt gerade zum Vollmond zum Vorschein, ja? Weil du da auch wirklich deine Gefühle auch klären wirst, vielleicht auch ein Stück weit mit ihm klären möchtest. Das zeigt sich hier dann nochmal. Also er kämpft noch mit sich nach wie vor, er hadert noch mit sich, weil ich habe das Gefühl, er befindet sich zurzeit noch in einer Abhängigkeit, in einer abhängigen Situation. Und vielleicht wird auch diese Waage hier die Balance bringen und wirklich mal diesen Abhängigkeit auch kippen. Also der Turm steht immer für Kippen. Also steht etwas auf der Kippe, es soll etwas ins Gleichgewicht, weil... Also es sind auch Chancen da, jetzt mit den Mondzyklen, schau mal, und das ist gerade zum Vollmond, ja, dieses Gefühl leben zu können. Da muss aber wirklich etwas zu Ende gehen. Dann steht hier die ganze Welt für ihn offen auch, ne? Und das ist hier definitiv, die 10 Kelche symbolisiert auch diese Happy Family. Also wie du siehst, ja, mit Tieren, mit Haus, mit Kindern, mit Gefühl, mit Regenbogen, das volle Spektrum. Und ja, du hast ihm schon sein Leben ganz schön aufgewühlt und der hat hier richtig einen Herzschmerz, das nehme ich jetzt hier wahr, mit dem 3 der Schwerte, das ist also ein unglaublich starke Herzschmerz, ja. Es geht auch darum hier bei ihm, dass er noch in einem Mangel ist, ja. Kann ich mir jetzt so vorstellen, er hat sich so von dir vielleicht auch zurückgezogen, aber also er ist fleißig, arbeitet an seinen Themen, er will auf dich zukommen, will das manifestieren, er will hier wirklich diese 10 Münzen haben, hat er sich aus dem Staub gemacht, das ist ihm bewusst, will er das aber mit dir klären, gefühlsvoll auch mit dir klären, da hadert er noch mit sich aus dieser Abhängigkeit heraus, der ist noch, wie gesagt, in, ja, in Mangel und ja, also sieht dich als eine feurige Königin hier und ja, er hat schlechtes Gewissen, definitiv hat er schlechtes Gewissen und schlaflose Nächte und ja, so langfristig gesehen will er das schon mit dir klären und er fühlt sich jetzt in momentaner Situation gefangen. Ja, es fällt ihm richtig schwer, der ruht sich jetzt noch aus, also wenn du jetzt seit längerem von ihm nichts gehört hast, dann weißt du auch, dass er sich jetzt momentan ausruht und du weißt auch schon, dass du hier die hohe Priesterin bist, ja, also du bindest dich auch wirklich mit dem Vollmond an und also das weiß der auch, dass du auch vielleicht hier auch Ritual machst, das ist ihm schon bewusst, aber was ich jetzt hier noch wahrnehme, also ich nehme jetzt hier, war definitiv, dass hier ja, 4 Kelche symbolisiert hier, dass er vielleicht denkt, auch er würde auch bestimmte Chancen verpassen durch seinen Rückzug. Also er hat jetzt komplett sein Herz verschlossen. Natürlich, wenn das für dich stimmt, kannst du auch gerne eine Herzöffnung
also machen lassen auf energetischer Ebene, also nur zu zweit. Also ich mache das für euch energetisch. Und ja, also ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ja, wie gesagt, also melde dich dazu an, da empfehle ich aber immer zu zweit, dass ihr das macht. Also 7 der Münzen symbolisiert hier, ja, muss, er will ja auch noch dranbleiben auf jeden Fall. Und er will ja auf jeden Fall das Geben und Nehmen in Gleichgewicht bringen. Und der Gehängte symbolisiert hier ein Stück weit auch, ja, dass er momentan so wirklich stagniert, das Ganze nichts tun kann. Und es zeigt sich hier, dass ein Wagen gerade losgestartet ist. Also es ist schon was in Bewegung, aber momentan kann er jetzt in seine jetzige Lage noch nichts tun. Du kannst ihm aber unterstützen, damit er in seine Feuerigkeit kommt. Also der Stabkönig symbolisiert doch jemand, der leidenschaftlich ist, jemand, der sich traut, jemand, der in eine Bewegung geht. Und ja, und da kommen die Lovers hier, die Liebenden. Also du kannst schon da so ganz schön viel tun, wenn du das natürlich zulässt. Schau mal hier, der Überschrift der Karte Queen of Pentacles, das heißt, also du bist hier die Königin der Münzen, die Fruchtbare, die alles also in Heilung bringt, alles, die da auch wirklich ja, in der Fülle ist, die auch bestimmte Dinge umsetzt, schön ist, fruchtbar ist, ihm willkommen heißt, viel 4 der Stäbe, also das steht allgemein und ja, da fehlt dir noch so ein bisschen die Motivation mit den 2 Stäben, aber ich sehe schon auf langfristig gesehen, schon mal scheint die Sonne und also dein Weg ist beleuchtet und wie gesagt, da ist auch dieser weiße Hirsch, der weiße Hirsch symbolisiert auch hier als Kraft dir deine innere Weisheit. Wenn du deine innere Weisheit folgst, kommst du auch hier wirklich in deine Fülle und kannst du ihm auch wirklich willkommen heißen. Du kannst ihn dabei also wunderbar unterstützen. Wie gesagt, wenn du bei dem Vollmondritual dabei sein möchtest, freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch sehr, wenn du natürlich auch an meinem Coaching-Programm teilnehmen möchtest. Also kannst du auch gerne dich auch für unser Online-Seminar anmelden mit die Eibe, finde deine Bestimmung. Da sind auch noch einige Plätze frei, kannst du dich gerne dazu anmelden oder halt nutze den Wochen- oder Monatsangebot. Eine Botschaft für dich und eine Botschaft für ihn. Also ich werde jetzt mal eine so ziehen, nicht mischen. Eine für dich, was sagt er dir? Sind so ganz einfache Kärtchen. Und was sagst du ihm? Was ist die Botschaft, die Message an ihn? So. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sagt er für dich? Er sagt für dich, die Energien wirken. Also wie du sagst, die Energien wirken. Wenn du ihm jetzt bei einer Energieübertragung unterstützt, dann wirken diese Energien, sagt er dir. Und du sagst für ihn, ich meide den Kontakt. Also es kann sein, dass du dich zurückgezogen hast, weil du gesagt hast, so, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, das tut mir zu weh. Da passiert ja doch nicht, also ich habe mich bewusst zurückgezogen. Wenn das für dich gepasst hat, schreib ruhig in die Kommentare. Ich freue mich, ich sage danke und bis bald.